Was brachte Sie dazu, sich mit Max Weber zu beschäftigen? Durch mein Studium. Ich habe 1981 mein Studium hier in Heidelberg begonnen und da hatten wir zwei ganz wichtige Weber-Forscher, Wolfgang Schluchter und Rainer Lepsius, und da hat mich dieser Weber-Virus gleichsam erwischt. Welchen Einfluss hatte das Werk Max Webers auf Ihre eigene Forschungsarbeit? Natürlich einen sehr großen. Also seit dieser Zeit hat mich dieses Werk nicht wieder losgelassen. Es hat Eingang in meine Dissertation, in meine Habilitation, aber natürlich auch in meine aktuellen Forschungen gefunden. Max Weber gilt als Klassiker. Was macht sein Werk heute noch aktuell? Aktuell macht dieses Werk eben, dass seine Fragen, seine Problemstellung, aber auch seine Begriffe nach wie vor hochaktuell sind, also zu einem besseren Verständnis unserer heutigen Situation beitragen können. Welcher Teil der Arbeit Max Webers hatte den größten Einfluss auf das Denken in seiner Zeit? In seiner Zeit, er hat gelebt, nicht im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert. Wir erleben in Deutschland eine massive Industrialisierung, politische Umbrüche. Das, was wir in der Soziologie generell bezeichnen würden als Übergang von einer traditional zu einer modern geprägten Gesellschaft. Und nicht die Überzeugungskraft, die Weber in seiner Zeit hatte, eben, ist diesen Übergang verständlich zu machen. Was sind die Signaturen dieser neuen Epoche, in die man sich hineinbewegt? Darin, glaube ich, würde ich meinen, liegt das zentrale Vermächtnis von Webers Werk. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, Max Weber persönlich zu treffen, worüber würden Sie mit ihm sprechen wollen? Welche Frage würden Sie ihm stellen? Ich würde natürlich gerne seine Einschätzung bekommen zu aktuellen Problemlagen. Da müsste ich natürlich ein bisschen weiter ausholen, was heute eben aktuell ist. Ich würde gerne sprechen darüber, wie man religiösen Fundamentalismus verstehen kann, wie man diesen massiv sich globalisierenden Kapitalismus heute verstehen kann, wie man momentan die Veränderung von Demokratien, wie man das in den Griff begreifbar macht, nicht? Also das, was ich versucht habe, auch in der Organisation des Studiums Generale in den Mittelpunkt der Vorträge zu stellen.